3, 2, 1. Da ist der Mann, der mich begrüßt hier. Ne? Hallo. Servus, Paul. Ich bin der Marktmeister hier auf Freiburger Münsterplatz. Und wie heißt du? Ich bin der Walder. Der Walder. Zeigst du mir ein bisschen, was hier passiert? Genau. Ne, schöne Italiener. Dann gibt es klassische Olivenstände. Dann kommen wir zum Kunsthandwerk. Und hier haben wir Imbiss. Könnte man noch einmal gucken, ob wir Hunger haben. Kriegst du hier alles umsonst, wenn du einfach ja, einen Stand hast? Hast du mal Espresso trinken? Ja, oder? Komm, wir trinken Espresso. Ja, dann machen wir zwei M&C. Du hast deinen eigenen Signature-Drink hier. Genau. Kriegt nur der Marktmeister und... Der Marktmeister Cappuccino. Genau, normal. Genau. In Freiburg. Ich stehe da auf der Karte. Und du sagst jetzt, wenn man Freiburg besucht, sollte man auf jeden Fall den Markt besuchen, oder? Genau. Und was sind so die drei Go-To, also die drei Stände, die man gesehen haben muss? Der Stephans Käsekuchen ist eigentlich einer der bekanntesten. Dann der zweite Stand, kann man das einfach so nennen, weg die Imbissstände. Die habe ich eigentlich im Prinzip selbe Produkt, die Freiburger Lange Rote. Kriegen wir zweimal Lange Rote, bitte? Ja, gerne. So. Und ihr seid der älteste Lange Rote Stand? Wir sind der Erfinder sogar. Ja, der Erfinder? Ja. Genau. Ihr habt die Wurst erfunden? Mein Opa, ja. Ja? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Geil. Ja, danke. Vielen Dank. Ja. Lange Rote. Sollen wir Richtung Käsekuchen? Mhm. Dann wollen wir sportlich essen. Das ist sehr gut hier. Ja. Ist hervorragend. Überragend. Vielen Dank. Okay. Servus, Chef. Hallo. Bist du der Stefan? Ich bin Stefan? Ja? Nein. Der Stefan backt. Sieht wirklich großartig aus. Ich will jeden einzelnen. Meine Abreise, gell? So. Das sind überschaubare Stücke, aber dann geht's. Das ist ein sehr guter Käsekuchen. Ja. Ich habe jetzt noch einen Termin mit dem Oberbürgermeister. Ciao, dann los ich dich allein. Bis später. Ciao, tschüss, vielen Dank. Da ist er. Hey, hallo. Ich komme aus Freiburg, ich bin Martin. Du bist der Oberbürgermeister vom schönen Freiburg. Genau, und dazu gehört auch das wunderbare Münster. Okay, und du hast einen Schlüssel? Ganz zufällig habe ich einen. Ich schau mal, ob der auch passt. Gucken wir mal. Oh, der sieht gut aus. Genial. Dann laufen wir jetzt mal auf. Wie viele Stufen sind das? Es sind 209 Stufen bis ganz nach oben. Aber ich glaube, wir laufen sogar noch ein bisschen weiter nach oben. Dann kommen noch mal ein paar on top. Machen wir einen Sprint oder gehen wir langsam? Aufgrund der körperlichen Verfassung lieber langsam. Okay, dann gehen wir mal los. Hervorragend. Gehst du joggen hier? Oder Radfahren? Oder wie? Ja, du bist ja fitter als ich. Warum? Also ich bin seit 4 Jahren Bürgermeister. Man misst es eher in Kilos als in Jahren. Wie viel Kilo bist du schon Bürgermeister? Wahrscheinlich 4. Ja, genau, analog. Sag mal, und wenn du jetzt Besuch aus der Südpfalz kriegst von deiner Familie, was sind so die drei Hotspots, die ich mir anschauen muss, wenn ich hier sowas Gutes esse? Vielleicht eine Bar, vielleicht einen Platz. Was sind deine Lieblingsplätze von Freiburg? Also wir haben noch ein relativ junges Restaurant, das nennt sich Kuromori. Das ist quasi, japanisch steht für der Schwarze Wald, also für Schwarzwald. Und die machen extrem so eine pfiffige Kombi, eine sehr coole Location direkt neben der Markthalle, wo man auch immer gut reingehen kann. Zweite Option ist, würde ich sagen, ganz hoch, unser Schauensland, 1284 Meter, richtig hoch. Kann man mit der Bahn hochfahren. Ja. Sieht man von hier nicht. Da oben gibt es eine Bergstation und da kann man super schön essen mit einem traumhaften Panoramablick. Ja. Das ist einfach cool. Also, und da oben ist einfach, das ist halt auch Freiburg und das ist einfach richtig fesch. Die dritte Location würde ich vielleicht eher was Internationales sagen, Richtung Stühlinger. Stühlinger ist da vorne, die beiden Kirchtürme siehst du. Ja. Da ist so ein bisschen der hippe Freiburger Stadtteil quasi. Manche nennen es auch Klein-Berlin. Und da gibt es ein paar coole Kneipen und es gibt aber auch coole Restaurants. Beispielsweise bei Anura kann man eher so Sri Lanka-Küche genießen. Ja. Genau, ist alles ein bisschen improvisiert, aber finde ich auch ein total cooler Platz, wo halt wirklich alle Arten von Leuten zusammenkommen. Geil, ja. Das mag ich sehr, da werde ich hin. Und ist auch fast immer vegetarisch dort und das ist sehr, sehr lecker. Vielen Dank, dass du mir das gezeigt hast. Sehr, sehr großartig. Gerne. Schöne Stadt hast du hier. Was soll ich jetzt nächstes machen? Was?
Also auf jeden Fall noch zur alten Wache. Eine kalte Sophie trinken. Was ist das? Kalte Sophie, einfach fragen, das ist super. Das ist was ganz Besonderes in Freiburg, das wirst du lieben. Okay, das werde ich mir anschauen. Nochmal vielen Dank. Sehr gerne. Wirklich mega. Hat Spaß gemacht. Und viel Erfolg in den nächsten 4 Kilo. So. Jo. Das ist jetzt diese kalte Sophie. Das ist die kalte Sophie in Rot und Weiß. Warum heißt die Sophie? Die kalte Sophie ist eine Eisheilige. Am 15. Mai. Okay. Und wenn die kalte Sophie vorbei ist, dann beginnt für den Winzer der Sommer. Und da wir es hier mit einem Sommergetränk zu tun haben. Ja, sehr gut. Ist es die kalte Sophie? Schau mal. Probier mal. Das ist einfach Slush Wine. Auf eine, also es ist Eis von. Ich probiere es erstmal. Also einfach ist es nicht, weil wir haben den Wein so konfiguriert, dass er bei minus 15 Grad Serviertemperatur funktioniert. Genial. Ist auch kein Zusatzstoff, keine Aromastoffe, keine Konservierungsstoffe. Ist nur auf Weinbasis mit Traubensaft. Schmeckt dir? Hervorragend. Welche schmeckt dir besser? Fast wäre es schief gehört. Weiß. Und dir? Ich trinke die immer abwechselnd. Aber es gibt auch welche, die gemischt trinken. Das ist das einzige Getränk, wo du wirklich also die Rot-Weiß bestellen, also die Freiburger Variante sozusagen. Die lassen sich dann erst unten rot und oben weiß einschenken, was sich ja nicht durchmischt. Und was natürlich auch sehr spannend ist, wenn du dann das leer trinkst. Ich bin heute Abend noch eingeladen. Da treffe ich einen Fußballer. Mhm. Hast du einen Wein, den du mir mitgeben kannst? Ich habe dir was mitgebracht. Ja. Oh, hervorragend. Guck mal. Was ist in dem Turnbeutel? Wir haben dann schön Gutedel eingepackt. Großartig. Vielen Dank. Und mit dem fahre ich dann gleich mal hoch. Aber erstmal trinken wir die eiskalte Die kalte Sophie. Schöner geht's nicht, oder? Schon schön hier. Hm. Vielen Dank, dass ich das lernen durfte. Bitte. Da ist er, der Nils. Im Sonnenuntergang. Beim besten Wetter, aber es ist auch normal das Wetter. Freut mich, Nils. Nils, schön, dass du mich hier eingeladen hast. Ich habe was mitgebracht. Ehrlich? Ich habe einen Wein mitgebracht. Ist ein Träumchen. Oh, guck dir das doch mal an hier. Wie bestellt. Ist das schön. Das ist quasi deine neue Heimat. Das ist meine neue Heimat. Da hinten sind wir im Stadion. Sonne ist bestellt, wie du gesagt hast. Also, ist ja überragend. Es gibt wenig schönere Städte, behaupte ich mal. Zum Wohl. Dankeschön fürs Mitbringen, Sie. Also, es ist... Das sagt jeder immer, ich lebe da oder ich arbeite da, wo andere Urlaub machen. Ne? Also, es ist wirklich so. Neben dem Visuellen. Also, es ist ja eine der schönsten Städte Deutschlands auf jeden Fall. Was macht Freiburg so lebenswert? Ich finde, es ist eine perfekte Größe. Ich glaube, wir haben so 230.000 Einwohner oder so. Du hast, glaube ich, an die 30.000 Studenten hier. Also die Stadt ist auch krass jung, hip irgendwie. Also trotzdem natürlich auch eine sehr teure Stadt, weil sie so schön ist. Also treffen sich verschiedene Klientel einfach hier. Und hast brutal schöne Altstadt, hast die meisten Sonnenstunden, die Bächle in der Stadt und so. Also Touri-Programm hoch und runter natürlich jeden Tag. Also schöne Feste, schöne Region, egal in welche Richtung du fährst. Es wird nicht hässlicher. Und manchmal verliert man selber den Blick, wie schön es eigentlich ist. Also meistens, wenn ich Besuch kriege oder meine Familie hier, sagen die immer, wie du wohnst, wie du lebst oder wie ihr lebt. Und dann denkst du darüber nach und sagst, stimmt, echt. Also, Nils, vielen, vielen Dank, dass du mir das hier gezeigt hast. Total gerne. Ich werde jetzt immer hierher kommen. Also besser geht's ja wohl nicht.